Meine Spieler quatschen miteinander, völlig off-topic. Ich werde sie gleich mal in eine Fallgrube fallen lassen, damit sie merken, dass ich am längeren Hebel sitze. Manchmal kann es wirklich schwierig sein, festzustellen, ob der DM dein Feind ist oder ob er das Spiel noch spannend macht. Und das Gegenteil davon ist ja, dass der DM irgendwie dein Freund ist und das Spiel ganz leicht macht. Da stimmt ja irgendwas nicht. Kann der nicht dein Freund sein und es trotzdem schwer und spannend machen? Und wie finde ich das heraus? Darum geht es in diesem Video. Und wenn ihr wollt, bleibt dran. Hallo, mein Name ist Martin Schröer. Ich bin selbst Spieler und Spielleiter. Ich liebe beide Rollen. Wenn ich nicht genug spiele, werde ich unwirsch. Wenn ich nicht gelegentlich mal leite oder auch leite, dann gefällt mir das auch nicht. Ich mag es einfach, in diesen verschiedenen Rollen zu sein. Es hat beides so seine Vorzüge. Auf der einen Seite als Spieler in eine Rolle richtig einzutauchen. Auf der anderen Seite liebe ich es auch als DM, verschiedene Rollen einzunehmen und die Abwechslung zu haben und meine Spieler herauszufordern. Ja, es geht hier natürlich nur um meine persönliche Meinung. Und für mich ist es manchmal auch eine richtige Aufgabe, nicht zu nett zu meinen Spielern zu sein, sondern ich weiß ja, dass die es mögen, wenn es spannend ist, wenn es irgendwie sich an der Grenze bewegt, dass die Charaktere vielleicht sogar sterben könnten. Das ist immer so das Ultimo, was passieren kann. Ja, wie mache ich das? Und was steckt dahinter? Welche Gedanken stecken dahinter? Weil als DM habe ich ja alle Macht. Und wann ist es Machtmissbrauch und wann ist es völlig richtig, das zu machen? Was ist denn die Aufgabe des DMs? Na, zum ersten Mal bestimmt ihr das selbst in einer Session 0. Ihr sagt, wie tödlich eure Kampagne sein soll, ihr alle zusammen als Runde. Und da stehen vielleicht auch Diskussionen an, weil der eine mag es ein bisschen härter, der andere mag es ein bisschen weicher. Also müsst ihr einen guten Mittelweg finden, der für euch passt, für alle. Und dann besteht die Möglichkeit, über Feedback, über regelmäßiges Feedback immer wieder dem Spielleiter Rückmeldung zu geben. Wie war es denn jetzt mit der Härte? War es zu heftig? Sind irgendwelche Spieler auch vielleicht psychisch an ihre Grenzen gekommen, weil irgendwelche Bedrohungen waren? Denkt dran, es gibt auch Safety-Tools, nutzt die, ja, damit solche ganz üblen Sachen nicht passieren. Guckt einfach, dass ihr im Gespräch bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die meisten DMs, die ich kenne, sind total motiviert, euch ein gutes Spiel zu machen, liebe Spieler. Und die brauchen euer Feedback, wie es denn für sie jetzt, oder wie es für euch jetzt war. Die können nicht in eure Köpfe gucken, stecken nicht in eure Haut, die haben eine andere Aufgabe. Naja, wenn man mal so guckt, also ein Dungeon Master manipuliert seine Spieler, der lügt sie an, der lässt sie in Fallen laufen, der setzt ihnen Gegner entgegen, die richtig heftig sind. Also, das klingt ja alles nicht so nett. Ist das nicht einer, der gegen die spielt? Ich glaube, dass es nicht der Fall ist. Ich finde, dass ein DM, je nach Absprache mit dem, was vorher besprochen war, wirklich auch hart sein darf. Der darf auch manipulieren. Der darf auch richtig üble Charaktere spielen. Wichtig ist, was dahinter steckt für ihn. Und das könnt ihr ganz schnell erkennen. Ich möchte euch mal zwei Fälle vorstellen und ihr werdet wahrscheinlich relativ schnell erklären, woran ihr einen DM, der wirklich euer Feind ist, erkennen könnt. Die erste Situation ist, ihr kommt mit eurem Barbar, der ein Rüpel ist, zu einem Bürgermeister und der Barbar benimmt sich natürlich, zeigt sich von seiner schlechtesten Seite, benimmt sich total schlecht und der Bürgermeister lässt ihn nachher verprügeln und verbannt ihn aus der Stadt. Ist es angemessen? Passt das? Natürlich. Wir wissen nicht, was für ein Typ der Bürgermeister ist, aber wenn er vielleicht auch so ein bisschen cholerisch ist oder sowas, kann das durchaus ein passendes Verhalten sein. Ja, das ist eine miese Konsequenz, die vielleicht ganz viele Auswirkungen haben kann, aber es kann passen. Die andere Sache ist, die Spieler quatschen während des Spiels off-topic. Also reden einfach über irgendwas, über ein Computerspiel, was sie gespielt haben oder über ihre Freunde oder irgendwie sonst was. Und während ihr mit irgendeinem anderen Spieler irgendwie gerade was macht.
Der Spielleiter beschließt, die Spieler zu bestrafen, indem er sie in eine Fallgrube treten lässt. Sie sind ja gerade unaufmerksam und dann kann man sie auch mal irgendwie auflaufen lassen, um ihnen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ihr merkt schon, es ist eine große Diskrepanz. Und der Punkt ist, worauf ich hinaus will, es ist die Frage, wo das Problem gelöst wird. Wenn ich als Spielleiter Spieler an meinem Tisch habe, die einfach quatschen oder unaufmerksam sind und mir passt dieses Verhalten nicht, ist es nicht die richtige Ebene, die Charaktere zu bestrafen. Die richtige Ebene ist es, mit den Spielern zu sprechen, zu fragen, ob die eine Pause brauchen. Ja, wenn ich weiß, dass meine Spieler mir wohlgesonnen sind und dass dieses Verhalten eigentlich nur auftritt, wenn sie unkonzentriert sind, dann schlage ich das vor. Oder einfach zu äußern, dass einem das Verhalten nicht besonders gut gefällt oder zu sagen, was man braucht als Spielleiter, um ein gutes Spiel leiten zu können. Wenn ich jetzt aber als Spielleiter die Charaktere bestrafe, um die Spieler zu bestrafen, dann ist das die falsche Ebene. Dann hat sich irgendwas schlecht vermischt und da solltet ihr gut darauf aufpassen, dass ihr das nicht macht. Genauso ist es, wenn der DM, der ja sehr viel Macht hat, immer wieder dafür sorgt, dass Fortschritte, die die Spieler erzielt haben, zunichte gemacht werden. Also ich sag jetzt mal, ein Spieler hat ganz lange auf dem Back of Holding gespart, weil ihm das total wichtig ist und er hat es gerade ergattert und dann kommt ein Drache mit einem Säureatmen und natürlich wird ausgerechnet dieses Back of Holding, was dem DM nicht passt, ausgeschaltet. Man merkt schon, der DM hat seine Macht genutzt, um irgendwas zu machen, was ihm nicht passt. Das finde ich in dem Fall, ist es zwar auf der gleichen Ebene gelaufen, aber es ist auch schon wieder problematisch insofern, dass die Spieler den Eindruck bekommen können, sie werden gegängelt, sie haben nicht die Macht, egal was ihre Charaktere machen, irgendwas zu erreichen. Das ist auch der zweite Punkt, den ich wirklich in Frage stellen möchte und worauf ich euch aufmerksam machen möchte. Natürlich ist der DM dafür verantwortlich, euch das Leben auch ein bisschen schwer zu machen. Aber wenn man den Eindruck hat, man kommt überhaupt nicht voran, es passiert überhaupt nichts, man erreicht seine persönlichen Ziele nicht, die man sich als Spieler für den Charakter gesetzt hat, oder man kann sie gar nicht erreichen, weil sie einfach immer weiter wegrücken oder immer wieder wie mit der Wurst vor der Nase an der Angel vor einem hergebracht werden, das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Das ist auch, glaube ich, die falsche Ebene, dass ich irgendwelche Sachen auslebe als DM, irgendwelche Macht, die unpassend ist. Jetzt habt ihr es verstanden, woran ihr erkennen könnt, ob euer DM euer Feind ist. Ich hoffe, er ist es nicht. So, was könnt ihr machen? Ich habe es gerade schon angedeutet. Macht bitte regelmäßige Gespräche. Manchmal ist es sinnvoller, auch mal ein DM beiseite zu nehmen und zu sagen, ich habe den Eindruck, hier ist was auf der falschen Ebene gelaufen. In einem Vier-Augen-Gespräch oder das in der Gruppe anzusprechen, mal in der Gruppe kurz drüber zu sprechen. Ist euch das auch aufgefallen? Vielleicht ist man ja auch selbst nur empfindlich gewesen. Also ich kläre solche Sachen immer ganz gerne ab. Und wenn ihr dann feststellt, das ist vom DM her nicht so gut gelaufen, wie gesagt, sprecht es in Ruhe bei einem Gespräch an und sagt euch, dass ihr dieses Verhalten nicht wünscht. So läuft es von Spieler zu DM und das ist auch völlig okay so. Feedback ist auch ein gutes Tool, ein gutes Werkzeug, um festzustellen, ob ihr immer noch auf der Spur seid. Stimmt der Härtegrad der Kampagne noch? Sind die Sachen, die euch wichtig sind, kommen die vor? Spielt ihr auf die richtige Art und Weise? Also gibt es zu viele Kämpfe oder gibt es zu viele Rätsel oder gibt es zu wenig von irgendwas? Sprecht das an, nutzt Feedback-Tools, es ist ganz wichtig, auch für euren DM, um euer Abenteuer optimal zu gestalten. Und ich habe dafür auch nochmal ausführlich hier ein Video eingestellt, was ihr euch gerne anschauen könnt. Das war's für heute zu dem Thema der DM als Feind. Liebe Spieler, ich hoffe, ihr habt einen DM, der euch das Leben manchmal richtig schwer macht, der euch richtig herausfordert
und der euch aber nicht gängelt. Denn ich finde, ein Spielabend ist besonders cool und spannend, wenn man wirklich nachher die Idee bekommt, heute habe ich irgendwie was geleistet, heute habe ich was erreicht und es wurde mir nicht geschenkt. Liebe Buddy DMs, denkt dran, ich muss es auch tun. Macht euren Spielern das Leben manchmal ein bisschen schwerer, als es euch eigentlich lieb ist. Fordert sie heraus, lasst sie auflaufen, manipuliert sie, triggert sie, aber alles auf der richtigen Ebene bitte. Okay, das war's von meiner Seite. Macht's gut. Bis dahin, euer Martin. Ciao.